und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Direkt die Ansage und schon habe ich meine Stimme verloren. Das fängt schon wieder gut an. Achso, ich sehe gerade, wir haben ja in der letzten Folge das mit Dagobert gemacht. Ne? Der steht auch gar nicht mehr oben drin. Sehr schön. Was ich jetzt aber gerne machen würde, und zwar aus zwei Dingen. Einmal, wobei der zwei Aufgaben hat, sehe ich jetzt gerade. Einmal, weil ich mittlerweile weiß, dass es mit Stitch weitergeht, wenn wir diese Sache hier mit Donald machen. Und dann nochmal aus der Not heraus, sage ich mal, dass ich jetzt gelesen habe, weil ich habe mich mal ein bisschen informiert, weil mir jemand gesagt hat, das soll wohl so kompliziert sein mit dieser Stitch-Sache. Habe ich mich mal informiert und das war richtig, was diejenige mir gesagt hat, nämlich, dass man Stitch nur alle 5 Tage machen kann. Und da ich keine Lust habe, irgendwie am Ende dann nochmal 5 Tage gar nichts aufnehmen zu können, würde ich jetzt gerne das Rätsel der gestohlenen Socken machen. Aktive Aufgabe. So, jetzt haben wir es oben drin. Wo ist Donald? Ach, da kommt er schon angelaufen. Habe ich überhaupt jetzt mal... Ja, das ist relativ leer. Ja, ja, darum geht's ja. Donald, kannst du mal nicht abhauen? Hallo? Setzt er sich da hin? Geht's noch? Ich wollte mit dir reden. Du hast jetzt geschafft. Ja. Oh Gott. Das vergessene Projekt. Beginne die Aufgabe. Was das ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber wir wollen, wie gesagt, die Socken jetzt machen. Oder die Socke. So, einmal weitergeben, bitte. Hey Donald, ich habe diese Socke auf dem Boden gefunden. Deine Initialen sind darauf eingemalt. Hey, das sind meine. Gib sie mir. Danke, dass du sie gefunden hast. Ich wusste gar nicht, dass du Socken trägst. Tue ich nicht. Ich habe sie geschenkt bekommen und benutze sie, um mein Geschirr zu waschen. Oh, Igitt. Da sind überall Bissspuren und Spucke drauf. Jemand hat versucht, sie zu essen. Wo hast du sie gefunden? Sie lag einfach auf dem Boden. Ja, du solltest sorgsamer mit deinen Sachen umgehen. Ja, das schon. Ich weiß gar nicht, wo habe ich sie jetzt gefunden? Ich glaube, ich hatte sie aber trotzdem am Strand gefunden. Ne? Du musst sie verloren haben, sag ich mal. Verloren? Das ist doch lächerlich. Ich verliere doch nicht einfach so meine Socken. Sie muss gestohlen worden sein. Direkt aus meinem Haus. Es läuft also ein Sockendieb frei herum. Ne, ich frag mal, warum sollte jemand deine Socke stehlen wollen? Weil es eine tolle Socke ist. Aber das ist noch nicht alles. Nicht nur meine Socke ist verschwunden. Alle möglichen Sachen sind aus meinem Haus gestohlen worden. In den letzten Nächten habe ich ein paar seltsame Lichter gesehen, die durch den Himmel über einen Strand geflogen sind. Seltsame Lichter am Himmel? Ja, genau. Es ist eine Art sockenklauendes UFO. Aber niemand sonst glaubt mir. Sie denken, ich erzähle irgendwelche Märchen. Ich glaube dir, Donald. Oh, danke, Gameplayerin. Wir müssen der Sache schnell auf den Grund gehen. Du solltest dich besser in meinem Haus umsehen. Die Außerirdischen haben ein riesiges Chaos angerichtet. Hier muss es doch einen Hinweis geben. Auf Wiedersehen. Ja, nix auf Wiedersehen. Wir müssen dein Haus angucken. Ich glaube, da kann ich mich sowieso... Ja, gut, okay. Ich hätte mich ein bisschen runterporten können. Oh, Moment. Ich sehe gerade links eine Truhe. Die müssen wir natürlich zwischendurch mal eben mitnehmen. Truhen sind immer gut. Vor allen Dingen, wenn sie was Rosanes beinhalten. Was ist das? Bronzene und goldene Engelshafe. Okay. Keine Ahnung, ob die zu irgendwas gehört, aber das sieht schon mal geil aus. Schade, dass man die ganzen Sachen so nicht benutzen kann. Das finde ich echt... Ja, das hätten sie ein bisschen schöner machen können, dass man zum Beispiel Harfe spielen kann oder so. So. Oh Gott, wo soll ich mich denn hier umsehen? Hier liegt überall Dreck rum. Achso, da steht ja auch den Müll entfernen. Okay. Ja, das erinnert mich an den Müll von Wally. Da hatte mir jemand geschrieben, dass... jetzt habe ich doch 4. Ich habe doch gerade gar nicht so viel gemacht. Da hatte mir nämlich jemand geschrieben, dass man, wenn man die Aufgabe noch nicht angenommen hat, das wohl nicht mehr machen kann, wenn man vorher schon den Müll beseitigt hat. Ich war ja auch kurz davor.
das andersrum zu machen. Schön, dich zu sehen. Wir haben gerade miteinander gesprochen. Da. Ein seltsames Gerät. Hä? Was ist das? Ich glaube, es handelt sich um eine Art außerirdische Technologie. Ha! Das beweist es. Wir haben ja einen Haufen Sockenklauener Außerirdischer. Sie müssen es verloren haben, als sie meine Sachen gestohlen haben. Ah! Es macht ein piependes Geräusch. Moment mal. Es piepst lauter, wenn ich es in die Nähe meiner Socke halte. Was? Hast du das gesehen? Als der Sabber von der Socke auf das Dingsbums fiel, leuchtete es auf. Hm, es steht etwas auf dem Bildschirm. DNA-Übereinstimmung. Autorisierung 33% vollständig. Was soll das heißen? Das ist doch absurd. Ich glaube, es bedeutet, dass dieses Ding dem gehört, der auf deiner Socke herumgekaut hat. Wenn wir noch ein paar DNA-Proben finden könnten, würde dieses seltsame Gerät funktionieren. Das ist wirklich schlau, Gameplayerin. Vielleicht führt uns das direkt zu den Sockendieben. Und beweist allen hier, dass ich recht hatte. Ich werde nach weiteren fehlenden Socken oder Lichtern am Himmel Ausschau halten. Du wirst vielleicht ein bisschen warten müssen. Ich habe die Lichter nur ab und zu gesehen. Ich behalte dieses Dingsbums vorerst und wasche diese Socke. Warum würde jemand auf einer Socke herumkauen? Das ist ekelhaft. Wieso hast du so lange gebraucht? Ja, und das ist wahrscheinlich das Problem, was man mir schon erklärt hat, dass wir jetzt hier nicht weiterkommen. sondern dass man jetzt erstmal wieder 5 Tage wohl, habe ich mir sagen lassen, warten muss, bis man die nächste Socke findet. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir jetzt generell... wieso kann ich... Hallo? Ach so, weil das mit L ist, nicht mit J. Aha. Das ist jetzt das Normale. Ja, das andere steht jetzt nicht drin. Das heißt, ich gehe davon aus, wir müssen tatsächlich jetzt die Socke suchen. Und sonst kommen wir halt nicht weiter. Dann würde ich sagen, da wir gerade schon mal... Halt doch mal die Klappe. Da wir gerade schon mal mit ihm angefangen haben, dass wir jetzt mit Donald auch weitermachen, wenn er denn das eh annehmen würde. Hey, ich habe mich im Dorf nach der Zeitkapsel erkundigt, die wir gefunden haben. Hast du Zeit, mir zu helfen? Ja, wenn ich jetzt gerade schon mal hier bin? Ja, natürlich. Was hast du erfahren? Wir könnten sie nicht einfach öffnen, weil Merlin sie verzaubert hat. Ich habe sie ihm gegeben und er versucht, sich daran zu erinnern, wie man sie öffnet. Ich werde mit Merlin sprechen und sehen, ob er es inzwischen herausgefunden hat. So ist gut. So ist gut, genau. Das machen wir. Warum läufst du mir jetzt hinterher? Kommst du jetzt noch mit? Aber wir müssen mal eben kurz... Oh, jetzt ist das schon wieder sowas, wie ich das hasse. Ich meine, hier geht's noch. Aber meistens kommen diese Dinger genau da, wo man dann nicht alles einsammeln kann. Weil, sorry, aber die blöde Kuh halt nicht so schnell läuft. Man kann ja nicht mit ihr sprinten oder so. Und ja, da ist es dann doch schon sehr nervig, wenn man dann immer so diese Sachen hier einsammeln muss. Merlin, genau, mit Merlin müssen wir reden. Mal gucken. Oh, was denn hier passiert? Die muss ich auch noch alle eben gießen. Das heißt, die oben sind wahrscheinlich auch... Die müssen auch noch gegossen werden. Oh, das kann ich zwar gerne machen. Ja, ich war heute noch gar nicht drin, ne? Ich muss hier noch den ganzen Stand aufkaufen. Ich muss hier noch mein schönes, ja, Wollis Feld abernten. Ist der überhaupt da drin? Ja, doch, ist er. Und wir haben ein weißes Kaninchen. Moment, da schaue ich mal eben. Aber weiß war es, glaube ich... Nee, weiß fehlt mir nicht. Mir fehlte dieses Bunte, genau. Ist aber heute mal wieder nicht da. Okay. Ja, dann gehen wir zu Merlin. Und nach, zu Vajana muss ich noch gehen, damit ich dann da die Fische von ihr bekomme. Hallo, Merlin? Hallo. Oh, hallo. Ich habe gehört, dass du weißt, wie man die Zeitkapsel öffnet, die Donald und ich ausgegraben haben. Ich muss doch wissen, wie man es öffnet. Schließlich bin ich derjenige, der sie verzaubert hat. Perfekt. Und was ist da drin? Jetzt warte mal. Nur weil ich weiß, wie man sie öffnet, heißt das nicht, dass ich mir die Mühe mache. Aber ich erkläre dir gerne, wie man es macht. Ich habe alle Details in einem meiner Tagebuchbücher gefunden. Die Zeitkapsel steht unter einem Odorus Prächtigus-Zauber.
Hat das was mit Gerüchen zu tun? Keine Ahnung, das sagt mir jetzt gar nichts. Odorus was? Odorus Prächtikus. Die Zeitkapsel öffnet sich nur, wenn sie mit genau dem richtigen Duft konfrontiert wird. Ziemlich genial, wenn ich das mal so sagen darf. Einen kleinen Moment. So, ich hoffe, dass ich jetzt wieder einigermaßen Stimme habe, weil irgendwie ging es die letzten 10 Minuten gerade gar nicht gut. Ja, das habe ich ja schon gelesen. Der richtige Duft? Hoffentlich ist es ein guter. Mit diesem Rezept kannst du es herausfinden. Er hat alles, was du brauchst, um genau den richtigen Duft zu erzeugen. Wenn du das alles zusammengemischt hast, komm zu mir und wir öffnen die Zeitkapsel. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ach du Scheiße, okay. Haben wir jetzt von ihm ein leeres Fläschchen bekommen oder müssen wir das irgendwie herstellen oder so? Weil, wenn ich das richtig verstehe, haben wir kein leeres Fläschchen. Hier, leeres Fläschchen. Achso, das macht man aus Glas. Okay, da ich ja bei Christoph, danke dafür, immer sehr viel und oft Glas nachkaufen durfte, habe ich da kein Problem mit. So. Das ist dann das Ganze zusammen. Zack. So, bringe Merlin den Gegenstand. Ich hoffe, der ist jetzt noch hier drin und nicht wieder hinter meinem Rücken abgehauen. Nee, er ist noch da. Versteck dich hier doch nicht immer in den Ecken. So, bitteschön. Oh, oh, hallo. Ah, ein ziemlich starker Duft, den du da aufgewirbelt hast, nicht wahr? Das sollte genügen. Riecht großartig. Vielleicht würde Dagobert es gerne als neuen Duft verkaufen, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Lass uns dies versuchen. Aha, genau wie ich vermutet habe. Der Geruch hat die Zeitkapsel entriegelt. Was das Öffnen und Untersuchen des Inhalts angeht, nun, das überlasse ich dir. Ich lüpfe meinen Hut. Ja, genau. Obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Ach so, öffne die Zeitkapsel. Moment, ich dachte jetzt, ich soll damit erstmal zu Dagobert gehen. Zu Donald gehen. Oh, Kaffee, den habe ich gerade auch neben mir stehen. Der versucht zu verhindern, dass ich hier die ganze Zeit am Räuspern bin, aber es funktioniert nicht so ganz. So, sprich mit Donald. Jetzt dürfen wir aber... Wo ist er denn jetzt überhaupt? Jetzt dürfen wir mit ihm sprechen. Da unten. Nicht wieder abhauen. Nicht wieder abhauen. Ich habe hier noch viel zu tun, aber wir müssen erst mit dir sprechen. Hallo. Wieso kann ich den auf der Treppe nicht ansprechen? Oh, Junge. Gameplayerin, du musst die Zeitkapsel geöffnet haben. Ich fange an, mich an Dinge zu erinnern. Darin befand sich eine Karte, auf der 3 Orte auf der sonnigen Ebene eingezeichnet waren. Was? 3 Orte auf der sonnigen Ebene? Dort muss ich alles versteckt haben, was ich für mein spezielles Projekt brauche. Los, schauen wir nach. Dankeschön. Begib dich zur sonnigen Ebene. Ich weiß nie, wo ich hin muss. So, nu, da hinten leuchtet was. Achso, sprich mit Donald über die mysteriösen Holzkisten. Mysteriösen Holzkisten? Ich habe jetzt nur eine gesehen. Wack! Was ist in den ganzen Kisten? Und warum kriege ich keine auf? Da muss irgendeine Magie dahinter stecken. Die sehen aus wie Minnie, als sie im Hier und Dort feststeckte. Das ist es! Sie steckte zwischen den Welten fest und du hast Mickey mit dem Dreamlight-Verstärker geholfen, sie zu befreien. Oh nein. Ich wette, Mickey hat ihn noch. Oh bitte. Ich werde ihn fragen, ob ich ihn mir ausleihen kann. Ja, bitte. Bitte ausleihen. Ich will den ganzen Scheiß nicht nochmal machen. Mickey. Mickey hat sich jetzt extra versteckt. Da. Okay, ja. Mickey sitzt am Tisch. Lass uns da mal nachschauen. Elsa, ich kann gerade nicht. Ich weiß, ich wollte unbedingt mit dir weitermachen. Aber ich möchte ehrlich gesagt die Sache mit Stitch hinter mich bringen.
Dementsprechend wollte ich damit erstmal heute anfangen. In der nächsten Folge möchte ich aber gerne mit Elsa oder Anna weitermachen. Ich denke mal mit Elsa. Hallo! Hallo, Gameplayerin! Was kann ich für dich tun? Ich möchte den Dreamlight-Verstärker ausleihen. Donald und ich haben ein kleines magisches Problem. Natürlich! Jetzt, wo Minnie wieder da ist, brauche ich ihn nicht mehr. Oh, danke schön. Danke, Mickey. Ich werde gut auf ihn Acht geben. Danke, Kumpel. Ja, ich hab zu danken. Okay, ich muss nicht mit ihm sprechen, sondern kann direkt zur sonnigen Ebene reisen. Ich wollte schon meine Kürbisse bewässern. Sonnige Ebene. Moment, in der Richtung war das genau. Hallo? Ach, da. Achso, ich muss die erstmal für die Kisten auf der sonnigen Ebene. Da sind anscheinend wirklich noch mehr. Da hinten sehe ich jetzt so auf Anhieb erstmal keine. Ah, da ist noch eine. Da sehe ich gerade auch nichts. Mal schauen. Ich habe schon überlegt, ob die vielleicht erst dann auftauchen, wenn man die erste hat, dass dann die zweite auftaucht oder so. Ich höre hier was. Oh. Eine Kiste. Wobei ich nicht die Kiste höre. Ich höre die Löcher im Boden, glaube ich. Aber das war nicht schlecht. So habe ich wenigstens die Kiste gefunden. Man muss ja immer wieder zwischendurch... Ah, hier ist noch was. Immer wieder zwischendurch. Ja, das konnte das Original aber wesentlich besser. Es tut mir leid. Bringe Donald die Kisten. Genau. So, bitteschön. Wow! Sieh dir das ganze Zeug an. Es ist ein Haufen mechanischer Dings, das und Zubehörteile. Ich erinnere mich. Ich wollte einen Brunnen für das Dorf bauen. Oh, aber es fehlen noch ein paar Teile. Und selbst wenn ich sie alle hätte, wüsste ich nicht, wie ich ihn bauen könnte. Na toll. Gib mir den Dreamlight-Verstärker. Ich bringe ihn Mickey zurück. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut ist. Danke, Donald. Na dann. Ja. Das heißt dann wohl, dass wir jetzt hier mit ihm gar nicht mehr weitermachen können. Wo haben wir ihn denn? Da. Achso, da muss ich ihn erstmal auf Level 10 bringen. Na gut, das werde ich dann heute Abend machen können. Hast du jetzt gerade Ariel angemeckert oder was geht hier ab? Eieiei. Oh Gott. Also wenn er in der Nähe ist, das hört man irgendwie immer doch sehr drastisch. Oh, dass man sich hier nie so richtig bewegen kann. Also das geht mir richtig, richtig auf die Nerven, muss ich sagen. Dass ich jetzt hier im hinteren Teil bin. Ich benutze es eigentlich auch sehr selten. Wieso nimmt er das jetzt wieder nicht an, obwohl ich da genau draufstehe? Ich benutze es mittlerweile auch sehr selten. Jetzt habe ich es mal benutzt. Deswegen werde ich es natürlich dann auch wieder bewässern. In erster Linie mache ich aktuell nur noch das Feld unten. Dieses große. Da kann man sich super bewegen und ja, da funktioniert halt eben alles. Achso, die Raben müsste ich gleich auch nochmal eben machen. Aber ich habe kein 5-Sterne-Menü mehr, glaube ich. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den Raben nicht schon gemacht habe, der jetzt heute da ist. Ah, der blaue ist auch da. Moment, jetzt muss ich mal eben schauen. Nee, Quatsch. Ja, meine ich doch. Den blauen habe ich nämlich auch schon. Ja, und der einzige, den ich noch nicht habe, der ist jetzt heute nicht da. Also ich habe das natürlich offline gemacht, aber das können wir gerne gleich nochmal mit den Füchsen oder den Waschbären. Nee, der ist auch nicht da. Der ist auch nicht da. Mit den Waschbären können wir es nicht machen. Von den Füchsen habe ich jetzt noch keinen. Also da könnten wir es gleich nochmal machen. Was ist mit der Schildkröte? Die ist auch wieder nicht da. Ich habe dann immer überall so eins, was überhaupt nicht da ist. Aber immer, wenn ich dann nachschaue... Ja, sind die nicht da. Ich werde da, wenn ich dran denke, auch nochmal ein einzelnes Video zu machen. Hä? Irgendwas soll ich hier vergessen haben?
Ach, da drin ist eine. Ja, komm. Achso, falsche Maustaste. Das ist eine, die der nicht angenommen hat. Die Kartoffeln werde ich auf jeden Fall noch eben holen. Wow! Das sind die Stachelbeeren. Na, komm, können wir auch. Woohoo! Die kann ich zwar ernten, aber dann habe ich das ein bisschen schneller voll. Also das ist so, dass das mache ich jetzt noch am Ende von der Folge mit euch ein bisschen. Weil ich glaube, das habe ich so noch nicht gemacht. Das sind so die alltäglichen Sachen, die ich da mal durchgehe. Hey, du! Das, was ich jetzt nicht so oft bekomme, sage ich jetzt mal, das kaufe ich dann immer hier an den einzelnen Ständen. Was, wie? Habe ich mich jetzt gerade schon... Also da porte ich dann immer zu den einzelnen Ständen hin und kaufe das. Dabei, den können wir direkt auch mal mitnehmen hier. Dabei fällt mir übrigens ein, er wollte einen Brunnen bauen. Aber wo will er den Brunnen denn hinstellen? Auf der Wiese haben wir einen und oben haben wir auch einen, deswegen... Bin ich mir jetzt da gerade nicht so sicher. Die Zitronen kaufe ich absichtlich übrigens nicht, weil die habe ich schon voll gepflückt und auch keinen Platz mehr in meiner Truhe. Weil ich mache ja immer... Was laufe ich denn jetzt? Ich mache ja immer eine Truhe pro... pro Sache. Das ist mein Ziel, sagen wir es mal so. Ich habe es natürlich noch nicht so. Ah, den Weizen, den baue ich normalerweise nicht an. Den kaufe ich mir dann meistens. Ich meine, ihr seht ja jetzt hier oben, ich habe jetzt 1,5 Millionen. Ich habe nicht viel gemacht. Also ich habe für die 1,5 Millionen, weiß nicht, dreimal, viermal vielleicht, das Feld abgeerntet. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, wie ihr seht, ich habe das Karotten... Also kann man jetzt gar nicht so richtig sehen. Das können wir auch mal eben machen. Das geht eigentlich recht schnell mit dem Gießen. Man kann es jetzt leider nicht sehen, weil die ja nicht gegossenen Sachen sehen mehr oder weniger alle gleich aus, wie ich finde. Aber das sind tatsächlich nicht mehr die Karotten, die hier drauf sind. Die hätten übrigens auch nicht gegossen werden müssen. Die hätten nur einmal gegossen werden müssen, nachdem man die eingesät hat. Und ja, danach sind die dann irgendwann fertig. Ich glaube, in 20 Minuten war das. Hier sind jetzt aber die Kürbisse drauf. Das dauert dementsprechend dann länger, bis hier geerntet werden kann. Angeblich soll es auch schneller gehen, wenn man das Ganze dort macht, wo man die Sachen kaufen kann, beziehungsweise also die Samen kaufen kann. Habe ich mal irgendwo, ich weiß nicht mehr, gelesen oder gesagt bekommen, das ist schon etwas länger her oder relativ lange her. Das hat man mir, glaube ich, gesagt, bevor ich hiermit angefangen hatte, das zu spielen. Ich persönlich finde das jetzt nicht als störend. Ich weiß auch nicht, wie viel schneller das eventuell kommen würde. Also ich habe es jetzt natürlich auch nicht im Kopf. Ich meine, die Karotten, habe ich mal irgendwo gelesen, brauchen 20 Minuten, bis die wieder kommen. Also bis die fertig sind, wenn sie denn gegossen sind, wohlbemerkt. Nein, mit dir mache ich jetzt keine Quest. Ich mache das gerne irgendwann in der nächsten Folge. Also in der nächsten Folge jetzt nicht, weil ich möchte endlich mal Elsa zu Ende haben. Und danach möchte ich ehrlich gesagt auch Anna zu Ende machen. Zitrone brauche ich auch nicht mehr zu ernten. Das heißt, die kann ich da so lassen. Was ich aber auf jeden Fall noch machen muss, was ich auch jeden Tag mache, weil man kriegt nicht viel. Ziegelsteine zum Beispiel kriegt man nur 3, wenn man die kauft. Faser 5, na gut, Lehm, das sind so Sachen, die man einsammeln kann, kriegt man eigentlich immer 10 von. Ne, Kohlenerz haben wir nur 5 bekommen. Ne? Ich mache Christoph jeden Tag immer ein bisschen glücklicher, was sich seltsam anhört, weil in Anbetracht der Tatsache, dass er ja mit Anna zusammen ist. Zum Strand, achso, da habe ich das ein bisschen umgestellt. Ich weiß, das sieht nicht so schön aus, aber ich hatte keine Lust, immer da hinten hinzulaufen. Deswegen habe ich den jetzt hier vorne zum Strand gestellt. Oh, mal wieder ein sehr einfaches, aber nicht besonders vielfältiges Angebot. Tomaten wären mir ehrlich gesagt, obwohl die hier oben, die könnte ich, glaube ich, auch noch gut gebrauchen. So, da wir natürlich jetzt alles so mitnehmen, haben wir nicht genug Platz für die Fische. Die werde ich dann am Ende nochmal holen. Aber die hole ich halt auch jeden Tag noch. Dann schaue ich hier nochmal. Und wenn ich das dann durch habe, also wenn ich wirklich mich um die Ernte gekümmert habe, normalerweise, konnte ich jetzt nicht mehr machen, weil ich keine Zeit mehr hatte vor der Aufnahme. Das ist so eine Spontanaufnahme jetzt gerade gewesen. Weil ich mir extra aufgeschrieben hatte, nach 5 Tagen, dass ich dann mit Stitch, weitermachen kann. Ich aber dabei übersehen habe, wenn ich mal nicht kann,
Wo laufe ich denn jetzt eigentlich hin? Wenn ich mal nicht kann, dass ich dann, dass dann die 5 Tage nicht gezählt werden. Und da ich die Aufnahme ja noch nicht machen konnte, die wir jetzt heute gemacht haben, ja, hat das halt noch nicht gezählt. Wo laufe ich denn jetzt eigentlich hin? Ich bin hier. Ach, den Fuchs, den können wir gleich noch kurz machen. Ey, Goofy hat es aber auch heute mit den gleichen Sachen hier zum Verkaufen, wa? Das ist schon. So, jetzt bin ich ehrlich gesagt gerade am Überlegen. Der Fuchs läuft jetzt da hinten rum. Ich hab's schon wieder vergessen. Einen kleinen Moment. So, ich habe nochmal nachgeschaut. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht merken, weil das zu viele Sachen sind. Ich brauche dafür den weißen Stör. Den habe ich auch wieder aufgefüllt. Das ist gut, da hinten läuft er rum. Wo ist er denn jetzt? Also, da müsst ihr einmal hinlaufen. Ich habe es mittlerweile rausgefunden. Eigentlich sollte er weglaufen. Normalerweise sind die immer weggelaufen. Wenn man drauf wartet, läuft er nicht. Das war jetzt das zweite Mal, dass er weggelaufen ist. Jetzt läuft er noch ein drittes Mal weg. In eine ganz blöde Richtung. So, und jetzt können wir uns ihm nämlich annähern. Und dann geben wir ihm, ich gucke trotzdem nochmal zur Sicherheit nach, nochmal einen weißen Stör. Und natürlich kommt das wieder dahin, wo wir gar nicht hinkommen. Doch, wir kommen, nee, wir kommen nicht dahin. Ich könnte jetzt hier mit Trick 17 hin, das werde ich jetzt wohl auch machen. Füttere ein Kleintier, das wollte ich noch eben. So. Achso, das war hier dieses Dunkle. Das kam, da komme ich, glaube ich, auch nicht weiter, wenn ich die Quest hier in dem Bereich nicht mache. Also nehme ich mal an, dass das mit Christoph gemacht wird hier. So, Trick 17. Ich danke euch vielmals. Irgendjemand hat mir das nämlich mal in die Kommentare geschrieben. Ich stelle das mal. Man kann das nicht so richtig sehen. Kann ich es hier hinstellen? Nein. Ich kann es hier gerade nirgendwo hinstellen. Wollt ihr mich veräppeln? Dann stelle ich es jetzt mal eben hier hin. Dann poppen wir da nämlich rein. Das geht aber, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, tatsächlich nur in den Bereichen, die freigeschaltet sind. Also wenn man hier einmal die eisigen Höhlen freigeschaltet hat, geht das in diesen ganzen Bereich. Es würde aber nicht gehen, wenn wir nur hier unten den Teil mit dem Wald der Tapferkeit freigeschaltet hätten. Dann würden wir hier oben nicht reinkommen. So. Och, da ist auch noch einer. Moment. Lauf mir nicht weg. Einmal. Zweimal. Dreimal. Das nehme ich direkt mal mit. Das nehme ich auch mit. Das konnte ich letztes Mal auch nicht machen. So. Kann ich jetzt? Nee, läuft noch ein viertes Mal weg. Noch ein fünftes Mal. Ja, das ist das, was seltsam ist. Das geht manchmal so, manchmal so. Das war der falsche. Ach, da hinten. So. Und dann haben wir noch mal einen Stör. Nee. Doch, weißer Stör, genau. Irgendwas mit Weiß hatte ich nämlich gerade noch im Kopf. So, hier ist auch wieder eine neue Truhe. Sehr schön. Und was zu lesen sehe ich gerade auch. Beziehungsweise eine Erinnerung. Der glitzernde Schnee hier oben ist wunderschön, aber brr, es ist zu kalt. Ich muss daran denken, einen warmen Mantel, eine Mütze und Fäustlinge mitzubringen, wenn ich das nächste Mal auf Entdeckungsreise gehe. So, sehr schön. Hier ist nochmal eine Kiste. Ja, also hier ist noch einiges, was ich so aufheben könnte. Deswegen würde ich einfach mal spontan sagen, damit ihr da jetzt nicht die ganze Zeit zugucken müsst, wie ich jetzt hier alles aufsammle. Ich werde hier noch ein paar Blümchen einsammeln, noch Dornen wegmachen und so weiter. Alles, was so weit geht, falls ich die Blumen noch einsammeln kann. Ja, doch ein bisschen Platz habe ich noch. Ach so, genau. Bevor ich das aber mache, gucke ich mit euch zusammen natürlich kurz an, was ich hier bekommen habe. Eine schwarze Ecke. Ich glaube, die habe ich sogar schon mal gekauft. Oh, das ist schön. Also wenn wir die jetzt bekommen könnten und dann so fliegen lassen könnten oder so, das wäre richtig geil. Keine Ahnung, was das ist. Es sieht so ein bisschen wie die Borussia-Raute aus, aber keine Ahnung, was das ist.
So, ja, jetzt werde ich das machen, was ich jetzt eben schon versucht habe anzudeuten. Och, der setzt sich so süß hier neben mich. Ich finde ja generell alle knufflig. Übrigens, ach so, das könnten wir noch mal kurz machen. Da waren, glaube ich, alle... Alle hatte ich noch nicht, ne? Die Krokodile. Das mache ich noch mal eben ganz schnell am Ende mit euch. Bei der Lichtung des Vertrauens. Für diejenigen, die das nicht wissen und die genauso ja, verzweifelt sind wie ich. Und gedacht haben, die werden niemals ein so ein Tierchen kriegen. Achso, ich dachte, da sitzt was drauf. Ah, da hinten läuft einer rum. Dann zeige ich euch das mal mit dem. Ich meine, den zweiten brauche ich euch denn ja nicht zu zeigen. Ihr müsst euch vorsichtig nähern, bis er so ein bisschen hellhörig quasi wird. Also so guckt. Und immer wenn der Kopf unten ist... Och, jetzt ist er weggelaufen. Ganz ehrlich, normalerweise funktioniert das immer. Natürlich ist das jetzt der Vorführeffekt. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Okay. So. Wenn das kommt, immer vorsichtig, dann dreht er sich zu. Echt jetzt? Hebst du jetzt den Kopf direkt nach... Also ich habe bisher keinen einzigen Fail mehr gehabt. Aber natürlich muss das jetzt kommen, wenn ich das jetzt aufnehme. Das ist so logisch. Am besten, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr auch immer einen Schritt weiter gehen. Ich weiß nicht, wer von euch Squid Games vielleicht geguckt hat. Das ist so ein bisschen ein ähnliches Spiel im Prinzip. Wie mit diesen großen Pappmädel oder wie auch immer ich das sagen soll. Die drehte sich ja dann immer um und dann durften die nicht mehr zucken. Weil die ja sonst ermordet worden sind, wenn die sich noch bewegten. So, jetzt aber. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Moment, jetzt gucke ich doch nochmal schnell nach. Hummer wollten die haben, genau. So, und ich finde das so niedlich, wenn die sich dann erstmal so drehen. Oder vielleicht wälzen die sich ja auch in dem toten Hummer. Man weiß es nicht. So, sehr schön. Kann sein, dass wir den jetzt das erste Mal tatsächlich hatten. Der andere ist auf die andere Seite gelaufen. Ich stelle mich da nur mal in die Nähe hin. Ich muss hier sowieso mal so einiges noch einsammeln. Und ah, da hinten ist er. Okay. So, bevor ich da jetzt ranlaufe, weil reden und ne, das machen ist irgendwie nicht so günstig bei mir. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, dass ich denjenigen vielleicht ein bisschen weiterhelfen konnte, die das zum Beispiel selber auch nicht so ganz hinbekommen haben mit den Tieren. Bisher klappt es wunderbar. Also Schildkröte war ja das System, einfach hinlaufen, bis sie sich zusammengezogen hat, warten, bis sie dann wieder rauskommt. Und dann kommt man sich ja annähern. Kaninchen ist ähnlich wie eben das Prinzip gewesen, wo wir hinter dem Fuchs hergelaufen sind. Da muss man aber nur dreimal hinterherlaufen. Eichhörnchen weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da bin ich einfach still stehen geblieben und dann kamen die irgendwann auf mich zu. Waschbären haben das gleiche Prinzip wie diese Krokodile. Da muss man auch immer... Der bewegt sich, ne? Da muss man auch immer erst so ein bisschen hingehen und dann wieder stehen bleiben. Immer dann, wenn er runterguckt sozusagen, also wenn er den Kopf wieder unten hat. Jetzt habe ich ihn gerade verloren, weil ich abmoderieren wollte. Na toll. Nektarvogel, das sind die von der sonnigen Ebene. Da habe ich jetzt keine Ahnung, wo ich Hauswurz herbekomme. Deswegen konnte ich das jetzt noch nicht testen. Aber ich glaube, die standen schon mal da zum Annähern. Und ich meine, das ist das gleiche Prinzip wie bei den Eichhörnchen im Endeffekt oder auch bei den Raben. Bei den Raben muss man einfach nur sich nähern und dann machen die so einen Kreis, zwei, dreimal kreisen die um einen rum. Und dann nähern die sich eigentlich schon so sehr, dass man nur noch einmal kurz nach vorne titschen muss und dann anklicken kann. Die brauchen allerdings 5-Sterne-Gerichte. Also das ist ja sehr teuer, sage ich mal, in der Produktion. Lauf nicht so viel, damit ich dich noch im Auge behalten kann. Ich brauche dich nämlich noch im Hintergrund hier. Ja, wenn ihr wisst, wo man Hauswurz herbekommen kann, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Dann kann ich vielleicht mal so ein bisschen drauf hinarbeiten. Ansonsten wird das irgendwann, denke ich, mal freigeschaltet. Ich denke, weil... ja doch, Seetang ist am schillernden Strand. Ich denke, weil das die sonnige Ebene ist, dass wir wahrscheinlich erstmal mit Scar weitermachen müssen, dass das dann irgendwann freigeschaltet wird. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ich weiß da jetzt nichts Genaueres. Deswegen, wenn ihr es genau wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Ja, vielleicht nehme ich dann Scar nach, ja, ich sag mal allgemein der Eiskönigin. Ich will ja, wobei das ja ein bisschen verzwickt ist, Eiskönigin und Ariel muss ich ja so ein bisschen zusammen mitarbeiten. Und da muss man wieder die eine Quest machen, damit man die andere freischaltet bei jemand ganz anderem. Ja, es ist doch blöd gemacht. Es ist wirklich blöd gemacht. Also klar, man will einen am Spielen halten und die sollen alle Quests machen und so weiter. Kann ich verstehen. Aber es ist halt wirklich sehr blöd gemacht, wenn man dann sagt, man möchte in dieser Folge, sag ich mal, nur Donald haben, in der nächsten Folge nur Rapunzel, sag ich mal, haben, in der übernächsten Folge Maui haben oder so. Dann ist es halt blöd gemacht, wenn man dann diese Folge quasi schon nach 5 Minuten zu Ende hätte, weil man mit der Quest nicht weiterkommt. Ja, aber dieses Dilemma habe ich schon ein paar Mal angesprochen und ich will das jetzt auch nicht noch weiter in die Länge ziehen mit dem Video, deswegen kurz, knappes Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!